So, guten Tag. Die für heute angesagte Hausaufgabe, wie werden wir zu einem Radio-Influencer, hat leider keiner abgegeben. So ein Ärger. Ist aber auch nicht weiter verwunderlich, denn wir haben uns so in die Themen Spot- und Programmgestaltung eingearbeitet, dass dieser griffige Begriff Radio-Influencer, ich werde ihn schützen lassen, ein wenig außer Acht geraten ist, wobei das nicht ganz stimmt, aber das erfahren wir nachher. Also hierum geht es nun in der 67. Ausgabe von Radio Sales Weekly. Mein Name ist Helmut Poppe und ich bin der Herausgeber. Also, Andreas Springart ruft nach einer Spotgestaltung auf, in der auf aktuelle Themen eingegangen wird und die dann die Message auf das Produkt übertragen. Er geht sogar so weit mit der Forderung bei der Spot- und Programmgestaltung, dass Leute auch wegen der Werbung einschalten. Und Alexander Zeitlack fordert längere Spots mit 60 Sekunden und mit Geschichten, die man erzählen kann. Er erinnert mich dabei ein wenig an Bernd von zur Mühlen, der damals sagte, alles unter 30 Sekunden sind Röchler. Eine von mir durchgeführte Recherche hat jüngst ergeben, dass vielen Sendern sagenhaft lange Blöcke mit 20 Spots vor den Nachrichten oder vor dem Wetter platziert werden. Und hierbei geht es um einen Block. Was die Programmgestaltung anbetrifft, meint Alexander, dass weniger gute Laune und aufgesetztes Rumgequassel vorherrschen sollte und on-air gehen sollte. Andreas vertritt dieselbe Meinung. Ich wünsche mir von meinem Radiosender drei Dinge. Das erste ist weniger gute Laune. Nicht dieses aufgesetzte Rumgequassel, sondern einfach ernsthafte, klare Sprache. Das zweite ist mehr Nonsens. Ich möchte dann lachen können, wenn ich möchte. Und dazu ist Nonsens der beste Weg, Humor auszulösen. Und das dritte ist, ich hätte gerne mehr bessere Werbung. Also Werbung, die unterhaltsam ist, die Geschichten erzählt, die Storytelling macht, bei der es sich lohnt, mitzudenken. Was läuft schief bei der aktuellen Spotgestaltung? Nun, es ist so, die Werbung muss, um zu funktionieren, aus meiner Sicht emotional sein. Sie muss den Konsumenten, den zukünftigen Kunden abholen. Sie muss irgendwie auch catchen. Das bedeutet, wir können vielleicht viel mehr mit Humor arbeiten oder auch auf aktuelle Themen eingehen und die dann auf das Produkt übertragen. Weil das ist das, was Aufmerksamkeit bringt. Und wenn ich mit Emotionalität arbeite, mit Humor arbeite, oder vielleicht auch mit Gefühlen spiele und das auch, wenn ich mich ein bisschen mehr traue als Unternehmen, ja, als das Herkömmliche, was wir sonst so geboten bekommen, dann kriege ich auch wieder die Aufmerksamkeit, auch im Radio von den Hörern. Ja, und das macht es dann auch, was einen Werbeblock wieder hörbar macht. Spotgestaltung für Radio-Werbespots lebt von zwei wesentlichen Elementen. Das erste sind längere Spots, 60 Sekunden mit Geschichten, die man erzählen kann, in denen auch für die Hörerinnen und Hörer eine Rolle hineingearbeitet ist. Also ein Dialog mit dem Zuhörer ist der entscheidende Punkt. Das muss in der Spotgestaltung hinein und dazu müssen wir weg von dem Vorlesen von Text- und Printanzeigen und hin zu einem dialogischen Texten. Die Gestaltung von Werbeblöcken ist entscheidend davon abhängig, wie lange sie sind und wie viele Spots geschalten werden. Ich kann nicht mehr als 4 Minuten lange Werbeblöcke bauen. Ich muss deswegen auf meine Programmleute einwirken, dass sie 3 oder 4 Werbeblöcke pro Stunde unterbringen. Wir haben jetzt in der Regel ja mit dem Single-Spot schon eine dritte Platzierung. Eine vierte muss her, das würde helfen. In Audio und Radio mit Originalität, Emotionen und Interaktivität punkten. Radio liefert das sehr gut. Und eine ganz aktuelle Studie belegt diese Wirkungsmechanismen des Radios.
Also unser Fazit, Radio liefert mehr als flüchtige und oberflächliche Elemente des Video-Influencer-Geschehens. Es setzt mit Stimme, Emotionen und Interaktivität viel tiefer an. Also das Ziel sollte für uns Radiomacher sein, dass Leute auch wegen der Werbung einschalten, dass sie die Werbung mögen, dass sie ihren Sender komplett mit den Werbeblöcken gerne hören.